Hallo ihr Lieben, Alex von Mackie hier, heute mal mit einem kurzen Quickie. Ich habe einen Schreck bekommen, als ich letztens die Abrechnung meiner Kreditkarte durchgeschaut habe. Da war ein Posten dabei von fast 80 Euro und das betraf mein Virenschutzprogramm von meinem PC. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dieses Virenschutzprogramm hat eine versteckte Abo-Funktion, das heißt, die Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch und dann wird das Geld abgebucht. Nun haben die nicht nur mein Abo verlängert oder mein Virenschutzprogramm die Laufzeit verlängert, sondern sie haben auch gleich umgeschaltet auf die Premium-Version, die auch noch Kaffee kochen und zu mir Papa sagen kann. Also ein Haufen Funktionen, die ich gar nicht brauche. Ich wollte eigentlich schon verlängern, aber nur das wirkliche Virenschutzprogramm. Ja, als ich das dann bemerkt habe, dass die mir da diese Premium-Version reingeknallt haben mit allen möglichen unnötigen Funktionen, habe ich dort dann eine E-Mail hingeschickt und sie haben mir das Geld zurückerstattet. Die Laufzeit dann halt wieder begrenzt auf den vorigen Zustand. Ich habe dann ein Angebot bekommen, allein den Virenschutz zu verlängern und zwar 2 Jahre lang zum Preis von nur 1 Jahr. Ich habe das dann auch gemacht. Aber im Zuge dieser Überlegungen ist mir dann ein Gedanke gekommen, den hatte ich eigentlich schon vorher, aber der ist mir jetzt nochmal sehr bewusst geworden. Und zwar ist das die Frage, wo kommen eigentlich die ganzen Viren her, die unsere Computer befallen, sobald wir keinen Schutz auf dem Rechner haben? Wo kommen die ganzen Viren her? Und wenn man sich das fragt, dann kann man auch gleich fragen, wer profitiert davon, dass es Viren gibt, die im Umlauf sind? Und da ist man dann wieder bei den Anbietern der Virenschutzprogramme, denn die profitieren ja davon, dass es diese Viren gibt, die im Umlauf sind und die Rechner kaputt machen und die Daten irgendwie verschwinden lassen. Die logische Schlussfolgerung wäre dann, wenn man sagt, die Virenschutzprogrammhersteller sind es vielleicht selbst, die diese Viren in Umlauf bringen, um sich damit den Markt zu schaffen, dass die Leute dann halt ihre Produkte kaufen müssen. Ich will nicht, wie gesagt, nicht behaupten, dass es so ist, aber denkt doch mal drüber nach. Ja, das wäre zumindest eine logische Schlussfolgerung. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht auch nicht. Es ist auf alle Fälle wert, einmal darüber nachzudenken. Gut, soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alex von Mackie.